Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir sollen den Duke beklauen. Ja, tun wir mal, ne? Ist hier jemand? Okay, habe ich. Die Granatenkisten. Ganz schnell wieder abhauen. Ich weiß nicht, ob ich dir zustimme. Oh, da ist schon wieder einer am Pinkeln. Ich muss hier raus. Nesti ist am Pennen. Alle sind zwar am Pennen, außer ich. Ich erledige noch Aufgaben. Ich habe richtigen Kampfgeist. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Bezahl mich einfach. Alles klar. Hier hast du ein paar Splitter. Es war mir eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Hier hast du ein paar Splitter. Es war mir eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Erst duzen wir und dann... erst duzt er uns und dann sieht's er uns. Auch nicht schlecht. Handel mit mir. Handel mit mir, aber ganz schneller. Kleines Stückchen, du. Du kleines Stückchen, du. Elex macht mich fertig, das Game. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ne? Am Anfang hatte ich echt Bock auf das Spiel. Dann, wo es sich so bei den Berserkern die ganze Zeit so hingezogen hat, ne? Da hatte ich echt Probleme, das Spiel weiterzuspielen. Und ich war wirklich am Überlegen, das hatte ich auch in der Folge gesagt, ob ich nicht aufhöre. Weil ich habe einfach keinen Spaß an dem Game und wenn ich keinen Spaß habe, dann merkt man das an meinen, wie ich kommentiere oder wie ich spiele und so. Das quält mich dann nur. So, dann habe ich mir gedacht, komm, beißt du dich ein bisschen durch. Und dann war ich in der Kuppelstadt, dann war ich in Ignadon, jetzt bin ich hier bei dem Fort und so und erledige hier die Sachen. Ich komme wieder etwas weiter voran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es jetzt so langsam wieder etwas Spaß, wo ich sage, ja, ich kann weitermachen. Ich weiß natürlich nicht, ob es dann, ich bin jetzt seit 20 Stunden am Spielen, ob es dann natürlich wieder irgendwann der Moment kommt, wo ich natürlich wieder keine Lust habe. Also ich lasse mich überraschen. Fakt ist, ich werde mich natürlich nicht zwingen, ein Spiel zu spielen, auf das ich keine Lust habe. Und das werde ich dann sagen und ja... Ich glaube, ich habe das jetzt doppelt gesagt, aber keine Ahnung. Ich sage, ich bin ein bisschen... Man muss hier auf so viele Sachen achten. Das haben wir erledigt. Kommt jetzt. Technischer Bill hat mir von seinem letzten Fund berichtet. Ihm fehlt ein Mann, der diesen für ihn einsackt. Da er ein schlechter Kämpfer ist, er hat mir eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt. Wo muss ich da hinten hin? Outlaw. Da muss ich ja laufen. Aber okay, kann ich machen. Dann laufen wir mal wieder. Mir fehlt immer noch so, dass man irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde, dass Portale ziemlich weit weg sind. Irgendwas greift uns an. Achso, irgendwas greift Kaya an. Die Sterne sind echt schön. Oh, Spinner. Die noch
wesentlich zu stark für uns ist. Das habe ich vorhin gesehen, als ich da mit der Nasty da war. Und diese Viecher töten musste. Da habe ich gesehen, dass das noch ein bisschen zu stark ist, weil die hatten noch diesen Totenkopf da. Und das bedeutet ja... Ist das jetzt... Das ist kein Portal, aber was ist das jetzt, Teufel, nochmal? Ups. Ich habe keine Ahnung. Gelb. Das sieht hier aus wie Spinnenland. Ja, ich hatte recht. Wo soll der Typ sein? Boah, ich erschrecke mich gleich. Irgendeine kommt jetzt hier gleich rausgeschossen. Hä? Hier soll irgendwo ein Outlaw sein. Da vorne, wo die drei sind. Genau, geht ihr mal schön spazieren. Können wir nicht irgendwie so einen Lockvogel da hinsetzen? Kaya, geh mal ein bisschen rennen. Wäre mal eine gute Alternative. Oh, fuck. Das wird so nichts, ne? Wenn ich... Na, jetzt gehen sie schnell weg. Jetzt muss ich mich anstrengen, da hinzukommen. Okay, hat sich schon erledigt, hat sich schon erledigt. Sie ist schon in Angriffsposition. Ja, ja. Ich muss dahin. Es geht los. Ja, renn! Renn! Ich weiß, die haben 8 Beine, aber renn. Lass Kaya einfach da. Die kommt klar. Wow. Das machst du nicht ungestraft. Wer, ich? Ach, die hat schon wieder einen Hänger. Nicht ungestraft. Die hängt die ganze Zeit. Ja, sollen sie mal machen. Oh, aber guckt euch das mal an, ey. Das Vieh, das ist ja immer noch volle Pulle dran. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Irgendwas schläft hier. Ja. Hier so ein Dingensvieh. Wir wissen, was ihr hier im Fels versteckt. Seid ihr wirklich so arrogant zu glauben, dass ihr einfach Gott spielen könnt? Dort liegt unsere Rettung. Wer seid ihr, dass ihr bestimmen könnt, wer leben darf und wer sterben muss? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alle sind hinter Kaya her, wie geil. Boah, wie die geflogen ist. Krasse Sache, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die ganze Zeit irgendwo... Ach, nee, die hängt nicht mehr.
Oh, die zieht aber auch alle Tiere auf sich. Gegend. Ja, ich sag's dir, eine sehr gefährliche Gegend, weil du ja auch andauernd immer so Scheiße bauen musst. Jetzt komm hier hoch, damit wir gucken können, was hier drinnen los ist. Überall Spinnen. Alles voll mit diesen Spinnen. Was ist denn das da unten? Da ist irgendwas Rotes. Ich werde gerade wieder magisch angezogen. Wow! Was war das denn? So schnell konnte ich gar nicht meine Waffe ziehen, ey. Du Scheiße. Wie das aussieht, er mit seiner Sonnenbrille, wie er da so hockt. Irgendwas greift uns wieder an. Aber denke ich mal, Kaya hat wieder was mit zu tun. Ich will ja nur mal eben ein bisschen gucken. Ach, so schnell konnte ich gerade gar nicht meine Waffe ziehen, ey, wie ich da tot war. Und die Frage ist, wie komme ich da rein? Da hinten. Da ist der Durchgang. Hunde? Sind das Wachhunde? Das sind Wachhunde. Die haben da Hütten. Von den Viechern. Was ist das denn da unten? Was da schwimmt? Irgendwas hat mich ge... Och, Kaya! Aber sie ist eine gute Ablenkung. Das muss ich eher lassen, ne? Das kann sie. Was ist das hier für ein Ort? Kaya, jetzt lass mal bitte gut sein hier, ja? Ich will mich mal hier eben anschleichen. Weil ich nicht weiß, was das da ist. Das sieht aus wie eine Art Ladestation. Irgendjemand hat hier etwas gebaut. Er konnte seine Arbeit aber scheinbar nicht vollenden. Und Kaya hat schon wieder, sie hat keinen Hänger mehr. Na. Oh. Sieht wie eine Ladestation aus und mehr sagt er dazu nicht. Echt nicht. Toll. Gehe ich hier voll auf Erkundungstour? Und dann ist hier nichts. Ist ja ganz toll. Was ist da? Man findet dazu aber auch nichts. Aber dann gehe ich mal wieder raus, ne? Kann da oben noch gucken gehen? Aha. Da sind wieder ganz viele von den Viechern. Oh, 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 ganz böse.
Ich möchte das gerne mal eben speichern. Denn ich finde, es hat sich trotz alledem gelohnt. Wir haben was entdeckt. Kaya macht das schon. Ich weiß nicht, wo ich hin bin. Siehst du dieses Monstrum? Schwer zu übersehen. Präg es dir gut ein. Der Größenwahn der Menschen hat sich nie ausgezahlt. Okay, danke schön für die Info. Verschlossen. Ich kenne auch keinen Code gerade. Sind in so einer Mine oder sowas, ne? Boah, was war das denn für ein Geräusch? Ist auch verschlossen. Ist schon interessant, wo man überall hier hinkommt. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Wo sind wir? Akolyt? Habe ich was verpasst? Wo sind wir? Ach, ne. Wir sind jetzt von hier irgendwo hier. Sind wir jetzt hier gelandet? Wir waren gerade hier. Da sind diese ganzen Kuppeln. Und dann sind wir jetzt mit dem Fahrstuhl gefahren und sind jetzt hier. Nee. Wie geil ist das denn bitte? Ach so, ist ja in so einem... Krasse Scheiße, ey. Mir will einfach nicht einleuchten, warum der Mensch ständig neue Mauern baut, anstatt sie einzureißen. Ha. Gute Frage. Die sind hier in so einer Burg. Das ist ja krass. Huch. Oh mein Gott. Das sind Dinge. Hier wird man dauernd angebaggert. Hier auch? Ich dachte nur bei den Outlaws. Kann das wirklich nicht enden. Guck mal. Oh, das ist auch ein großes Teil hier. Metallschrott. Den kann man einfach so nehmen. Stört ja hier eh keine Sau. Oh, ist direkt so ein Vieh. Das nervt. Und das hat sich ja jetzt schon gelohnt, hier so durchzugehen. Was dagegen machen. Vielleicht ist das ja wichtig. Die Viecher laufen hier einfach so rum. Die sind doch böse, oder nicht? Verdammte Brut. Ihr macht das schon. Kaya mischt mit. Das lässt sie sich nicht nehmen. Herzlichen Dank. Naja, krass, krass, krass. Okay.
Technischer Vorsprung habe ich gemacht. Schrottlieferer Matt Bob möchte, dass ich den ausstehenden Schrottlieferungen auf den Grund gehe. Das ist schon wieder da unten irgendwo, ey. Da, bis dahin komme ich. Ich brauche mal so einen Teleporter da in der Nähe. Das wäre doch mal was. Geht schon wieder so ein Vieh spazieren. Ich bin gerade voll an der Mine vorbeigelaufen. Weil ich nämlich nicht mehr daran gedacht habe, dass das hier alles vermint ist. Ich glaube, ich höre das auch, wenn Kaya an einer vorbeiläuft. So, ich muss da irgendwo hin. Schrottlieferung, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon tot kriege. Aber du bringst mir sowieso nicht viele Erfahrungspunkte, denn das tun eigentlich nur... Huchala. Der hat mich aber verhaspelt hier. Das tun eigentlich ja nur... Aufträge. Quest. Die bringen einem richtig viele Erfahrungspunkte, aber Monster töten nicht gerade viel. Es sei denn, du bist irgendwie Level 1 und das Monster ist Level 50. So ungefähr. Und dann die weißen Zacken Magalans. Beeindruckend. Wofür sie wohl gebaut wurden? Sie sind gebaut worden? Irgendwas ist sonst hinterher. So, wir springen jetzt hier runter. Guck mal, was für ein Ausblick, Kaya. Was ist denn da unten? Ich wette, da unten ist bestimmt wieder hier, Huch, was hast du denn hier verloren? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Außenstehender in diese Gegend findet. Die Ruinen locken normalerweise nur Banditen an. Aber wenn du ein Bandit wärst, hätte ich sicher eine Kugel im Schädel. Du bist Schrottsammler, richtig? Ja. Und es ist ein hartes Brot hier draußen. Glaube ich. Und wenn man sich nicht zu wehren weiß, dann bleiben einem nicht einmal ein paar Krümel übrig. Du scheinst oft Ärger zu haben. Ja, ich ziehe ihn förmlich an. Meistens werde ich Opfer meiner eigenen Leute. Da bringt es mir auch nichts, dass ich oftmals mehr aus den Ruinen raushole als die anderen Sammler. Überhaupt kann ich froh sein, wenn genug übrig bleibt. Andernfalls lassen sie mich am langen Arm verhungern. Ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Der Müllbaron erwartet seine Lieferung. Ich weiß, aber es geht nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Mich interessieren deine Ausflüchte nicht. Nein, nein, nein. Alles Schrott den neuen Herren. Und wer sind die neuen Herren? Die Herren der Insel. Nimm dich vor ihnen in Acht. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Am besten, du brichst erst gar nicht dahin auf. Du verheimlichst mir etwas. Nein, ich... Ich kann es nur nicht aussprechen. Was kannst du nicht aussprechen? Na, das. Ich kann dir nichts sagen. So wird das nichts. Ich schufte wie ein Verrückter.
Die Herren der Insel. Ob das unsere Insel ist? Mit Sicherheit. Da mache ich mich jetzt auf den Weg hin. Aber in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.